Wir schalten jetzt zum Ort des Geschehens nach Bagdad. Dort steht mein Kollege Volker Schwenk. Herr Schwenk, schildern Sie uns die Situation. Wir hören hier über die Nachrichtenagenturen, dass die ISIS weiter auf dem Vormarsch ist, dass sie ihren Machtbereich ausbauen. Ist das aus Ihrer Sicht auch so? Ausbauen, festigen kann man das vielleicht nennen. Der Westen ist ja sowieso schon seit einiger Zeit für die irakische Regierung verloren. In dieser Anbar-Region, das ist westlich von Bagdad, haben sie jetzt einen weiteren Grenzübergang zu Syrien eingenommen und zwei oder drei Orte, die die irakische Armee, wie sie selbst sagt, aus strategischen und taktischen Erwägungen verlassen hat. Da sind jetzt auch ISIS-Kämpfer bzw. die mit ihnen Verbundenen einmarschiert. Man kann schon sagen, dass sie sich dort festsetzen, dass sie ihren Stand dort ausbauen. Der Vormarsch auf Bagdad ist aber schon seit ein paar Tagen zum Erliegen gekommen. Also Bagdad scheint im Moment sicher, deswegen ist es in Bagdad auch ruhig. Es gibt keine langen Schlangen vor den Tankstellen, es gibt keine Schlangen vor Lebensmittelgeschäften, es gibt keine Hamsterkäufe. Es ist so, dass in Bagdad selbst die Leute sich einigermaßen sicher fühlen, aber es ist richtig, was Sie sagen. ISIS und die mit ihnen verbündeten sunnitischen Aufständischen setzen sich mittlerweile im Norden und im Westen immer weiter fest. Vielleicht ist das jetzt schwierig für Sie, aber die Situation im Norden und im Westen, wie ist die? Fliehen die Leute dort in Scharen oder bleibt man dort und hart aus unter dieser Herrschaft der ISIS-Kämpfer? Das ist eine schwierige Frage, weil es ganz unterschiedliche Berichte gibt. Die Leute fliehen, ja, aber sie haben vor verschiedenen Dingen Angst. Wir waren Anfang letzter Woche in Erbil und haben mit Leuten gesprochen, die aus Mosul geflohen sind. Die sagten, für uns sind diese ISIS-Leute kein Problem. Die bringen wieder Recht und Ordnung zurück und die behandeln uns besser, als es die Regierung Maliki getan hat. Wir fliehen, weil wir glauben, dass Maliki angreifen wird mit seiner Luftwaffe. Wir fliehen also vor den Bomben, die sozusagen aus Bagdad kommen. Das sind die einen. Die anderen sind geflohen, weil sie tatsächlich nicht unter der Herrschaft der Islamisten leben wollen, die ja wohl auch gleich in Mosul, darüber gibt es verschiedentlich Berichte, strenge Regeln eingeführt haben. Männer dürfen sich nicht mehr rasieren, Frauen sollen sich komplett bedecken, sollen nach Möglichkeit das Haus nicht mehr verlassen. Dann gab es aber widersprüchliche Berichte, dass diese harten Regeln wieder zurückgenommen werden mussten. De facto weiß man sehr wenig, was dort vor Ort tatsächlich passiert. Tatsache ist, viele Menschen in den besetzten Gebieten fühlen sich bedroht. Und wenn sie mit der Regierung in Bagdad zusammenarbeiten, dann sind sie das auch. Es gibt Meldungen aus dieser Anbar-Provinz, dass ISIS 21 Stammesvertreter regelrecht hingerichtet hat. Die hatten bislang mit der Regierung in Bagdad kooperiert. Und jetzt wurden sie dafür gewissermaßen bestraft. Erklären Sie uns doch noch mal bitte die Tatsache, dass sich die Armee, die Regierung nicht richtig zu wehren scheint. Die sind ja hochgerüstet gegen diese ISIS-Kämpfer, auch zahlenmäßig überlegen, warum passiert da nichts? Das ist tatsächlich schwer zu erklären. Sie sind ja eigentlich ausgebildet und ausgerüstet von den Amerikanern und sie laufen einfach davon. In weiten Teilen hängt das damit zusammen, dass viele Soldaten diesen Job einfach nur deswegen haben, weil es keinen anderen Job gibt. Armeeführer haben zu Beginn gesagt, wir haben keine moralische Führung, wir wissen nicht, für wen wir eigentlich kämpfen. Viele der Soldaten sind auch selbst Sunniten, die werden sich nicht für einen schiitischen Ministerpräsidenten und seine Regierung opfern. Für viele dieser Soldaten gibt es so etwas wie den Irak als identitätsstiftendes Etwas nicht, wofür es sich lohnt zu kämpfen und auch zu sterben. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, ISIS kämpft ja nicht alleine. Das hat der Botschafter, Ex-Botschafter ja schon angesprochen. Man weiß wenig über ISIS, aber viele tendieren dazu, sie größer zu machen, als sie wahrscheinlich sind. Wir gehen davon aus, dass es etwa 10.000 Kämpfer sind, aber sie können sich stützen auf einen breiten Widerstand der Sunniten in diesen Gebieten im Westen und im Norden des Landes. Und weil der Widerstand dort so breit ist, gehen die Soldaten stiften und tun nicht, was sie eigentlich sollten. Ja, keine guten Nachrichten aus diesem neuen Krisenherd im Nahen Osten. Vielen Dank, Volker Schwenk.